Und zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Doktorin Belakovic-Jenewein. Bitte, Frau Abgeordnete. Dagmar Belakovic-Jenewein von der FPÖ betritt nun das Pult. Danke, Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, werte Kolleginnen und Kollegen. Ja, wir haben jetzt wieder eine Regierungsvorlage hier. Hier geht es darum, dass also Unternehmen in die Burg einbezogen werden sollen. Es wurde im Rahmen von Kontrollen festgestellt, dass es hier sozusagen eine Lücke noch gibt. Diese Lücke wird geschlossen. Ich glaube, dass das eine gute Sache ist, dieses Gesetz hier auch wirklich zu schließen. Da muss ich sagen, mein Dank gilt dem Vorsitzenden auch des Sozialausschusses, der dafür auch gekämpft hat, dass es hier nicht zu Ungerechtigkeiten kommt zwischen sozusagen den jungen Arbeitnehmern, nämlich den Lehrlingen und allen anderen. Das halte ich für eine gute und wichtige Regelung. Also da ist der Regierung einmal etwas wirklich auch gelungen. Wenn man es möchte, funktioniert es ja. Weiter sind hier einige Anträge der Opposition, die noch zu verhandeln sind. Einen davon möchte ich besonders herausgreifen, das ist nämlich der Antrag vom Kollegen Loacker betreffend der Rechtssicherheit bei Selbstständigkeit im Rahmen von GPLA-Verfahren. Hier wurde, und das steht sehr genau drinnen im Antrag des Kollegen Loacker, eben eine Schlichtungsstelle für strittige Verfahren eingerichtet. Das bedeutet also, wenn es im, für die Zuseher daheim, wenn es im Selbstständige gibt, eben beispielsweise nur einen Auftraggeber haben, wo ihm strittig ist, ist es jetzt ein Selbstständiger oder eben ein Nicht-Selbstständiger. Und hier wäre es sinnvoll, natürlich auch eine Rechtssicherheit zu schaffen. Es ist ja auch für den Betroffenen, kann das ja zu weitreichenden Änderungen führen. In dem Zusammenhang aber, Herr Bundesminister, glaube ich, sollte man auch wirklich ernsthaft einmal überlegen, warum es denn auch immer wieder so zu Streitereien kommt, warum es denn immer noch sein muss, dass wir hier unterschiedliche Sozialversicherungsträger haben für Selbstständige und für Unselbstständige. Das ist etwas, was eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Dazu kommt, wir haben 9 verschiedene Gebietskrankenkassen. Jetzt könnte man sagen, ist alles recht lieb und nett. Das Problem dabei ist aber, dass es die Leistungen sind, die unterschiedlich sind. Dass für Versicherte völlig unterschiedliches Leistungsspektrum, je nachdem, wo jemand eben versichert ist, zur Verfügung steht. Und ich glaube, dass das nicht der richtige Weg ist und hier sollte endlich eine Lösung gefunden werden. Und seit vielen Jahren, und ich selbst bin jetzt seit 10 Jahren hier im Parlament, fordern wir das. Und ich kann mich erinnern, 2006 noch unter damaligen Gesundheitsministerin Krolski war der Wille da, da war noch Sozialminister Buchinger hier erinnern, dass man eine Leistungsharmonisierung zusammenbringt. Bis heute ist in Wahrheit nichts geschehen und ich glaube, es ist dringend notwendig, wirklich dringend notwendig, hier dieses Problem ernsthaft anzugehen. Und es hat der neue, von Ihnen als Messias gefeierte Bundeskanzler ja schon gesagt, er möchte hier etwas verändern. Er hat das auch begründet damit, dass er bei der ÖBB die Führungskräfte halbiert hat. Und Ähnliches stellt er sich für die Sozialversicherungen vor. Das soll am Ende stehen. Es soll jetzt erstmal eine Studie erstellt werden. Das ist einmal ein Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube aber, Österreich ist nicht so groß. Und es muss hier auch endlich auch gelingen, dass man das österreichische Sozialversicherungssystem hier vereinheitlicht. In diesem Zusammenhang bringe ich daher einen Entschließungsantrag der Abgeordneten Dr. Dagmar Belakovic-Jenewein, Peter Wurm ein. Die unterfertigten Abgeordneten, der Nationalrat wolle beschließen, die österreichische Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, wird aufgefordert, dem Nationalrat umgehend einen Gesetzesentwurf vorzulegen, der die vollständige Harmonisierung und des Sozialversicherungssystems vorsieht, welche eine Zusammenführung aller Beitragsleistungen, Finanzierungs- und Steuerfunktionen in ein einziges System umsetzt. Damit einhergehen muss eine direkte Kontrolle durch die Pflichtversicherten mittels Urwahlen der Kontroll- und Verwaltungsorgane. Diese Zusammenlegung soll insbesondere zu einer Senkung der Verwaltungskosten und damit auch zu einer mittel- und langfristigen Entlastung der Versicherten, der Steuerzahler und des Budgets führen. Dieser Zusammenlegung ist eine Potenzialanalyse zugrunde zu legen. Herr Bundesminister, meine Damen und Herren, ich ersuche Sie dringend, dem endlich auch Ihre Zustimmung zu geben. Ich glaube, es ist dringend notwendig, dass wir hier diese Problematik endlich angehen. Es kann nicht so sein, dass wir uns das leisten, 22 Sozialversicherungsträger mit dem gesamten Anhang, mit dem gesamten, sage ich jetzt einmal, Führungsstab jeweils zu leisten. Dazu ist die Zeit reif. Machen wir endlich den, wagen wir jetzt endlich alle gemeinsam den Schritt und legen wir die Kassen zusammen. Danke. So, Dagmar Belakovic-Jenewein von der FPÖ.